So, hallo ihr Lieben. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ihr alles gut erkennen könnt, weil das eine ganz andere Perspektive ist als sonst. Ihr seht, wir sind einmal am Schreibtisch und hier ist meine Maus. Es geht heute darum, dass wenn man so ganz günstige Ohrringe gekauft hat, so wie ich das ja jetzt gemacht habe, dann kennt ihr das eventuell auch, dass diese Teile hier, wo das durchs Ohr geschoben wird, zu lang sind und dass das dann etwas wehtut, dass das hinterm Ohr so ein bisschen kratzt. Und man kann das aber ganz gut selbst kürzen. Ich zeige euch mal, das hier habe ich schon gekürzt. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennt. Und das ist jetzt schon deutlich kürzer als hier das hier. Man kann das wirklich sehr einfach machen, da diese Stäbchen, die sind recht biegsam. Also es ist kein hartes Material. Die sind auch oft so ein bisschen schräg und so, nicht so ganz gerade. Es hat alles nicht so sauber gearbeitet. Und deswegen kann man das im Grunde ganz einfach mit einer Schere abschneiden. Ich habe jetzt auf der anderen Seite, vielleicht seht ihr das, hier so ein Stückchen abgeschnitten. Und dieses kleine Stückchen, das hat halt verursacht, dass das dann gekratzt hat. Und das kann man aber ganz einfach mit so einer Bastelschere kürzen. Und das mache ich jetzt auch hier mit dem anderen. Und zwar gucke ich, dass ich nicht zu viel wegnehme, denn dieser Stopfen, der muss das ja dann auch noch halten können. Sonst hält der Ohrring ja gar nicht mehr. Aber man kann da jetzt einfach gucken, wie ihr das seht. Hier so ein Stück. Ungefähr so müsste das reichen. So ein Stück abklipsen. Und wenn ihr euch nicht sicher seid, dann, so, jetzt ist das ab, dann macht lieber erstmal ein bisschen weniger ab. Weil, wenn es zu kurz ist, dann könnt ihr es nicht rückgängig machen. Aber ein Stückchen weniger, dann abschneiden und dann nochmal nach, das geht immer. Und so sieht das jetzt aus. Ich vergleiche das jetzt mal von der Länge mit dem anderen. So vielleicht. Das passt jetzt so ungefähr. Und dadurch, dass wir das jetzt aber geschnitten haben, ist das hier oben eine ziemlich harte Kante. Das andere ist immer so ein bisschen abgerundet schon. Und weil das sonst wehtut, wenn man es durchs Ohr steckt, könnt ihr euch einfach hier so eine Nagelfeile nehmen mit so einer groben Seite. Und dann macht ihr einfach hier an diesen Kanten entlang, schleift ihr das quasi so ein bisschen ab. Also, wie seht ihr das? Schwierig. Okay, so vielleicht. Geht ihr dann so entlang und guckt, dass ihr hier aber nicht an den Ohrring kommt, sonst sieht das da an den Kanten auch doof aus. Aber so könnt ihr das dann rund machen. Ich drehe das dann immer so ein bisschen, sodass ich jede Seite so ein bisschen abgerundet habe. Gehe da einfach mehrmals drüber. Auch nochmal hier so, einmal so drüber, damit das wirklich dann nicht mehr wehtut. Und wenn ihr dann drüber fühlt und ihr merkt, diese ganz harten Kanten sind weg, hier fühle ich jetzt noch ein bisschen. So, und jetzt ist das ganz glatt, ganz normal, so wie es sein müsste. Und dann könnt ihr das einfach an euer Ohr machen und testen, ob euch da noch irgendwas wehtut oder ob das jetzt kurz genug ist und dann habt ihr das. So, die Kamera war gerade wieder ausgegangen, aber es macht nichts, denn ich war ja fertig. Ich habe jetzt nur die Stopfen wieder drauf gemacht und ihr seht, das ist jetzt nur noch so kurz. Eins ist etwas kürzer als das andere, aber das macht nichts, denn der Stopfen hält ja noch und ja. Wahrscheinlich kannten das viele von euch schon, aber für die, die es nicht kannten und jetzt Ohrringe vielleicht nicht getragen haben, weil das denen wehtat oder so, jetzt wisst ihr, wie ihr das lösen könnt. Und das sind übrigens die Ohrringe, die ich letztens in einem Raubzug-Video nicht dabei hatte. Die lagen unten. Und die sind auch von Real für 99 Cent. Ist halt was Günstiges und deswegen nicht so gut verarbeitet wie teure Ohrringe. Aber so kann man sie sich dir dann halt ein bisschen aufbessern. Ja, okay, ich hoffe, dieser Quick-Tipp hat euch was gebracht. Und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Tschüss!